Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Inshallah geht es euch allen gut. Schön, dass ihr dabei seid. Ladet die anderen ein, erinnert sie und markiert sie, damit das Gute zunimmt. Machen wir weiter, inshallah, und beginnen mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Gnädigen. Und danken Allah für die unzähligen Gaben, die er uns beschert hat. Und bitten ihn um Unterstützung, Rechtleitung, Vergebung, Standhaftigkeit, Erfolg und Aufrichtigkeit in Wort und Tat. Und bitten ihn, dem Prophet Muhammad einen höheren Rang zu geben. Und die Gemeinschaft des Prophet Muhammad vor dem zu bewahren, was der Prophet für sie befürchtete. So dann fasst bitte alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Nehmt an diesem Unterricht teil mit einer aufrichtigen Absicht für Allah, den Erhabenen. Wir haben gestern mit der Geschichte des Propheten Yusuf a.s. begonnen. Und wir haben erwähnt, dass er der Sohn von Jakob ist. Und Jakob ist der Sohn von Ishaq. Und Ishaq ist der Sohn von Ibrahim. Möge Allah allen einen höheren Rang geben. Und wir haben gesagt, dass der Prophet Yusuf a.s. Insgesamt 11 Brüder hatte. Also 10. Und sein Bruder Binjamin. Yusuf und Binjamin waren von der gleichen Mutter. Denn Jakob, der Vater von Yusuf, war mit 2 Schwestern gleichzeitig verheiratet gewesen. Leia und Rahil. Rahil ist die Mutter von Yusuf und Binjamin. Und diese 10 Brüder von Yusuf hatten großen Neid und großen Hass gegenüber ihrem jüngeren Bruder Yusuf gehabt. Manchmal ist die Ursache deiner Probleme jemand von deinen Angehörigen, jemand, der dir sehr nahe steht. Es kann sein, dass dein Bruder dein Feind ist, dass dein Kind dein Feind wird und dein Feind ist. Dass deine Frau dein Feind ist, dass dein Ehepartner dein Feind ist. Das kann passieren, so ist die Welt. So ist die Welt. Die Welt ist trügerisch und die Welt ist komisch. Allah möge uns bewahren. Die Menschen, die meisten Plagen hatten, waren die Propheten. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagte: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal." Das bedeutet, die Menschen mit den meisten Bala, mit den meisten Heimsuchungen, die von Unangenehmen getroffen wurden, waren die Propheten. Und dann die Menschen, die nach ihnen kommen, das heißt die Heiligen. Und dann die Menschen, die nach ihnen kommen. Je religiöser man ist, desto mehr Heimsuchungen hat man. Und solange das etwas Weltliches ist, eine weltliche Heimsuchung, etwas, was mit Verlust, jene an Weltlichem zu tun hat, hat das für den Muslim keinen Schaden, sondern Nutzen. Wenn er geduldig ist, dann bedeutet das entweder Vergebung der Sünden oder eine Erhöhung des Ranges. Was sind deine Sorgen? Hast du 40 Jahre lang dein Kind nicht gesehen und wusstest nicht, wo dein Kind ist und ob es noch am Leben ist? Einige Gelehrte sagten, 40 Jahre lang war der Prophet Yusuf von seinem Vater Jakob getrennt. 40 Jahre lang. Einige Gelehrte sagten 80. Wenn jemand fragt, warum die Plagen für die Propheten? Sie sind doch die besten Menschen. Sie sind doch die besten Geschöpfe. Die Antwort ist, damit ihr Rang noch mehr erhöht wird. Damit sie einen noch höheren Rang bekommen. Wenn Allah einen Muslim liebt, dann lässt er auf ihn Plagen herabkommen. Das Wichtigste ist, dass wir uns Allah ergeben. Und aus der Geschichte von Yusuf a.s. entnehmen wir, wie wir uns Allah gegenüber ergeben und dass alles mit der Vorherbestimmung von Allah geschieht. Jakob a.s., der Vater von Yusuf, war ein Geduldiger und er hat aufgrund seiner Trauer über den Verlust und das Fernbleiben von Yusuf hat er sein Augenlicht verloren. Er ist nicht blind zur Welt gekommen, da er konnte sehen, aber aufgrund der Trauer um Yusuf hat er sein Augenlicht verloren. Der Prophet Yusuf a.s. hatte ja einen Traum gehabt und
Diesen hat er nur seinem Vater erzählt. Irgendwann haben die 10 Brüder von Yusuf von diesem Traum erfahren. Und durch diesen Traum wurde ihr Neid und ihr Hass gegenüber ihrem jüngeren Bruder noch mehr. Ihr Hass stieg und ihr Neid stieg auch. Schaut mal, wenn der Hass und der Neid gegenüber einem Propheten wegen einem Traum zugenommen hat, wie ist es dann mit uns? Erzähle nicht jemandem, den du nicht magst, von deinen Träumen. Erzähle niemanden von deinen Träumen. Wenn es schlechte Träume sind, dann niemanden, absolut niemanden. Und wenn es ein guter Traum ist, dann nur den dir liebsten Personen. Als er diesen Traum hatte, war er 12 Jahre alt. Und mit 12 wurde er beneidet. Wie ist es dann mit uns? Das bedeutet, auch wir könnten beneidet werden, wenn wir jemandem eine gute Sache von uns erzählen oder einen guten Traum von uns erzählen und so weiter. Solltest den Menschen nicht alles erzählen. Nicht alles erzählen über dein Privatleben und was du im Traum gesehen hast. Denn es gibt Hass und es gibt Neid und es gibt den verbotenen, böswilligen Blick. Es gibt den böswilligen Blick des Neides. Deswegen achte darauf. Machen wir weiter, inshallah, und rezitieren aus der Surah Yusuf. Allah, der Erhabene, sagt: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Wir haben ja gesagt, dass die Brüder von Yusuf sich darauf geeinigt haben, ihn loszuwerden. Einige haben gesagt, wir töten ihn. Einige haben gesagt, wir bringen ihn an einen Ort hin, wo es niemanden gibt und wo er nicht mehr zurückkehren kann zu seinem Vater. Und andere sagten, wir werfen ihn in den Brunnen. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. Einer von den Brüdern von Yusuf sagte, tötet Yusuf nicht. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Sondern werft ihn in den Brunnen. يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Ja, ne? Werft ihn in den Brunnen und dann werden Reisende dort vorbeikommen und ihn dann mitnehmen. Dann sind wir ihn los. So haben sie ihn gesagt. Die Rede ist hier von ihrem kleineren Bruder. Sie waren älter gewesen als Yusuf. Also einige wollten, dass er getötet wird. Und andere wollten, dass er an einen Ort gebracht wird, wo niemand ist, so dass er nicht mehr zu seinem Vater zurückkehren kann. Und andere wollten, dass man ihn in den Brunnen wirft. Und dass er dann von vorbeikommenden Reisenden mitgenommen wird an einem fernen Ort. Schaut mal, wohin der Neid führt. Ihr Bruder, der gesagt hat, tötet ihn nicht, werft ihn in den Brunnen, hat von ihnen das Versprechen genommen. Ihr Bruder hat sie versprechen lassen, dass sie ihn nicht töten werden. Mord gehört zu den größten Sünden, die mit den Händen begangen werden, liebe Brüder und Schwestern. Das unrechtmäßige Töten gehört zu den größten Sünden, die mit der Hand begangen wird. Die zweitschlimmste Sünde ist der Mord, das Töten zu Unrecht. Der Prophet Muhammad a.s. er sprach in einem Hadith und erwähnte die 7 verheerenden Sünden. Im Arabischen sagen wir As-Sab'ul Mubiqat. Er zeigte sie auf und sagte: وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ. Zu den 7 verheerenden Sünden gehört das Töten zu Unrecht. Jemanden zu Unrecht zu töten, ist eine große Sünde, die zweitschlimmste Sünde. Es ist erwiesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nach der größten Sünde gefragt wurde, sagte: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dass du Allah, deinem Schöpfer, einen Teilhaber beigesellst. Das ist die schlimmste Sünde überhaupt. Dann wurde er gefragt, welche Sünde ist danach die schlimmste? Dann sagte er, أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. Dass du aus Angst vor Armut dein Kind tötest. Also der Mord, dann kommt der Mord.
Dann wurde gefragt, welche danach? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tuzani halilata jarik, dass du mit der Frau deines Nachbarn verbotenen Geschlechtsverkehr begehst. Das bedeutet, Zina ist die drittschlimmste Sünde. Es ist sowohl den Gelehrten als auch der Allgemeinheit der Muslime bekannt und es ist bei ihnen berühmt, dass das Töten zu Unrecht, dass das unrechtmäßige Töten verboten ist. Dieses Verbot geht aus dem edlen Koran hervor und aus der geehrten Sunna. Allah, der Erhabene, sagt in der Suratul An'am, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ. Das bedeutet, es ist verboten, zu Unrecht zu töten. Also wehe vor der Aussage einiger Menschen, die sagen, wenn sie einen Muslim sehen, der zum Beispiel Alkohol trinkt oder der zum Beispiel etwas Verbotenes tut, Alkohol trinkt zum Beispiel, sagen sie, hay qatlu halal. Dann sagen sie, es ist erlaubt, diesen Muslim zu töten. A'udhu billah, das widerspricht dem Islam. So eine Aussage führt aus dem Islam. Vorsicht. Wer so etwas mal gesagt hat in diesem Kontext, der muss die Shahada sagen, um wieder Muslim zu werden. Denn er hat etwas für erlaubt erklärt, was im Islam verboten ist. Und es herrscht darüber Übereinstimmung, dass es verboten ist. Und es ist bekannt und berühmt, dass es verboten ist. Der Gelehrte weiß das und die Allgemeinheit der Muslime weiß das. Also sie haben sich dann darauf geeinigt, dass sie ihn nicht töten werden. Und dass sie ihn stattdessen aus der Ortschaft nehmen und in einen Brunnen werfen werden. Diese Brüder von Yusuf haben sich dann auch darauf geeinigt und eine Abmachung gemacht, dass sie ihren Vater darum bitten werden, dass er Yusuf mit ihnen zu einem Ausflug gehen lässt, in die Wildnis schickt, damit sie dort mit ihm gemeinsam spielen und essen. Sie haben ihm versprochen, dass sie auf Yusuf aufpassen werden. Sie haben ein Versprechen gegeben, was sie aber nicht eingehalten haben. Allah, der Erhabene, sagt, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Das bedeutet, und erfüllt die Versprechungen, gewiss, man trägt eine Verantwortung für die Versprechen. Das sollten wir uns alle einprägen, in unsere Herzen einprägen und in unser Verstand einprägen. Und wir sollten das umsetzen, nicht nur in Wort, sondern in Wort und in Tat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. Wer sein Versprechen nicht einhält, ist kein vollkommener Muslim. Der hat keinen vollkommenen Glauben im Herzen. Und wer nicht vertrauensvoll ist, sondern untreu ist, der ist kein vollkommener Gläubiger. Der ist ein Gläubiger, aber sein Glaube ist nicht vollkommen. In diesem Hadith steckt die Aufforderung, die Versprechen einzuhalten und dass man die Treue einhält. Wer also sein Versprechen nicht einhält, der hat keinen vollkommenen Glauben im Herzen und ist kein vollkommener Muslim. Also sein Islam ist nicht vollkommen. Er ist ein Muslim, aber kein vollkommener. Er ist ein Muslim und hat den gültigen Glauben, aber er hat nicht die hohen Stufen erreicht. Er hat die hohen Stufen nicht erreicht, weil er das Versprechen nicht einhält oder weil er nicht vertrauensvoll ist, nicht treuevoll umgeht mit dem ihm Anvertrauten. Er ist ein Muslim, da er in Kenntnis über Allah ist und den Glauben an Allah und an seinen Gesandten angenommen hat und im Herzen trägt und den Unglauben unterlässt. Jedoch ist er erst dann ein vollkommener Muslim, wenn er sein Versprechen einhält. Und er ist erst dann ein vollkommener Gläubiger, wenn er mit dem ihm Anvertrauten gut vertrauensvoll umgeht. Wenige Menschen setzen diesen Hadith vollkommen um. Die meisten Menschen handeln nicht gemäß diesem Hadith. Also gingen sie zu ihrem Vater und sie haben ihn auf eine freundliche und liebe Art und Weise darum gebeten, dass sie Yusuf mitnehmen. Sie haben ihm gesagt, bitte lass uns Yusuf mitnehmen, damit er mit uns einen Ausflug macht, damit wir dort
spielen und essen und er Spaß hat. Und sie haben ihn dann gefragt, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Warum bist du misstrauisch uns gegenüber? Sie haben ihm gesagt, wir werden uns um ihn kümmern und wir werden auf ihn aufpassen. Allah, der Erhabene, sagt, قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Das bedeutet, sie haben ihm dann gesagt, warum, lass ihn doch mit uns gehen, damit er spielt und damit er sich unterhält mit uns. Warum bist du misstrauisch uns gegenüber? Wir werden auf ihn aufpassen. Die älteren Brüder von Yusuf haben das von ihrem Vater Jakob verlangt. Aber Yusuf alaihis salam hatte einen besonderen Stellenwert bei seinem Vater Jakob. Und Jakob hatte ein Misstrauen gegenüber seinen 10 Söhnen. Ja, es war ihnen unangenehm, dass er seinen Sohn Yusuf mit ihnen schickt. Sie haben ihm gesagt, lass ihn morgen mit uns gehen, wir nehmen ihn mit. Dann haben wir gemeinsam Spaß. Und wir versprechen dir, dass wir auf ihn aufpassen werden. Aber das war nur eine Taktik gewesen. Das war ein Plan gewesen, dass sie ihn da wegnehmen. Sie haben ihm gesagt, wir lieben ihn. Und es erfreut uns sehr, dass er mit uns kommt. Aber in Wirklichkeit haben sie gelogen. Das Lügen ist das Sprechen entgegen der Wahrheit. Mit der Kenntnis darüber, dass das Gesprochene der Wahrheit widerspricht. Entgegen der Wahrheit ist. Und der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam hat eindeutig vor dem Lügen gewarnt. Warum? Es ist haram und es verleitet den Menschen zum Begehen vieler Sünden. Und vieler schlechter Taten. Also deswegen, der Muslim hat von der Lüge Abstand zu nehmen. Durch das häufige Lügen eignet sich der Mensch diese Gewohnheit an. Das wird zu einer Gewohnheit. Und wenn er das zur Gewohnheit hat, dann kann er sich nur schwer davon lösen. Und er wird dann von den Engeln als Lügner bezeichnet. Von den Awliya, von den Heiligen, von den Engeln also wird er als Lügner bezeichnet. Das Lügen kann eine kleine Sünde sein. Es kann aber auch eine große Sünde sein. Manchmal kann es aber auch Kufr sein, Unglauben. Vorsicht. Wenn einem Muslim durch eine Lüge keinen Schaden widerfährt, dann ist die Lüge eine kleine Sünde. Widerfährt aber dem Muslim durch die Lüge einen Schaden, ein Schaden widerfährt dem Muslim durch diese Lüge, dann ist diese Lüge keine kleine, sondern eine große Sünde. Vorsicht. Und sag nicht, das ist nur eine kleine Sünde, ich habe ihn angelogen, ohne dass er Schaden dadurch hatte. Nimm dich in Acht davor. Nimm dich in Acht vor den kleinen Sünden, vor den großen Sünden. Man sollte das nicht unterschätzen. Denn aus was bestehen die Berge? Aus Steinchen. Und Imam Ahmad und Imam al-Tabarani überlieferten über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sinngemäß sagte, unterschätzt die kleinen Sünden nicht, denn die kleinen Sünden sind wie Ästchen, wie kleine Äste, womit man ein großes Feuer machen kann. Damit kann man ein großes Feuer machen. Also unterschätze das nicht. Derjenige, der das Begehen von kleinen Sünden zur Gewohnheit macht, der erleidet dadurch einen gewaltigen Verlust. Dieser Hadith, auf was deutet er hin? Er deutet darauf hin, dass die kleinen Sünden Ursachen sind für das Begehen von großen Sünden. Dass man sagt, ja Allah, das ist eine kleine Sünde. Ich mache sie jetzt. Und irgendwann erkennt man, dass man ja gerade auch große Sünden begeht. Warum? Was hat einen dazu geführt? Die kleinen Sünden. Also, man sollte die kleinen Sünden nicht unterschätzen. Denn die kleinen Sünden führen einen zum Begehen großer Sünden. Deswegen sagten einige Gelehrte, die Sünden
können zum Unglauben führen. Die Sünden, also die großen Sünden, können zum Unglauben führen, wie das Fieber zum Tod führen kann. Möge Allah uns schützen. Möge Allah uns bewahren. Allahu Ta'ala möge uns nicht zu den Lügnern gehören lassen, sondern möge uns zu den Wahrhaftigen gehören lassen. Was war die Antwort von Jakob auf ihre Bitte, dass Yusuf mit ihnen einen Ausflug macht? Allah, der Erhabene, sagt: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. Jakob wusste, dass sie einen Plan schmieden, um Yusuf Schaden zuzufügen. Aber sie haben ein anderes Gesicht gezeigt. Das kennen wir auch. Dass es Menschen um uns herum gibt, die mehrere Gesichter haben. Das kennen wir. Um uns herum gibt es manchmal Menschen, die zeigen mal dieses Gesicht und mal dieses Gesicht. Sie haben mehrere Gesichter. Und diese Menschen, die mehr als ein Gesicht haben, die gehen zu dieser Gruppe, zeigen ein Gesicht und zu der anderen Gruppe zeigen ein anderes Gesicht. Mit schlechten Absichten also. Diese Menschen werden im Jenseits zwei Gesichter aus Feuer haben. Zwei Gesichter aus Feuer werden sie haben. Dem Propheten Jakob ist der Gedanke darüber gekommen, dass sie etwas Schlechtes vorhaben. Jakob war so, dass wenn er Yusuf eine Zeit lang nicht gesehen hat, dann wurde er ungeduldig. Sein Herz hing sehr an Yusuf. Er sagte ihnen, dass die Trennung von Yusuf ihm sehr schwer fällt. Das haben sie ihm gesagt. Er hat ihnen auch gesagt, dass er Angst hat, dass ein Wolf ihn frisst. Denn in ihrer Ortschaft gab es viele Wölfe. Was war die Antwort der Söhne von Jakob, der 10 Brüder von Yusuf? قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Das bedeutet, wenn ein Wolf ihn frisst, sollte ihn ein Wolf fressen, obwohl wir 10 Personen sind, obwohl wir eine Gruppe von 10 Personen sind, die auf ihn aufpassen soll, dann sind wir schwach und fallen ins Verderben und werden sehr viel verlieren. Sie haben auch an ihre Schafherde gedacht. Denn wenn sie nicht mal eine Person schützen können, wie sollten sie dann eine große Schafherde schützen können? Also sie haben diese Worte gesagt, um ihren Vater zu überreden. Denn nur wenn wir eine Person, unserem Bruder, den wir anvertraut bekommen haben, auf den wir aufpassen sollen, nicht schützen können, den Wolf nicht vertreiben können, stattdessen kommt der Wolf und frisst ihn, dann sind wir wahrlich sehr schwach und werden einen gewaltigen Verlust erleiden. Subhanallah. Sie waren so mit Hass gefüllt und so mit Neid gefüllt, dass sie nur etwas zu der zweiten Sache gesagt haben. Weil was hat Jakob gesagt? Er hat gesagt: Es fällt mir schwer, dass ihr ihn mitnehmt. Das bedeutet, es ist mir unangenehm, wenn ich ihn eine Zeit lang nicht sehe. Denn er mag es, dass Yusuf nahe zu ihm ist und dass er zu ihm schaut, dass er auf ihn schaut. Darüber haben sie nicht gesprochen. Die erste Sache haben sie gar nicht kommentiert, denn das hat sie gestört, was er gesagt hat. Weil das hat auf die Liebe von Jakob zu Yusuf hingedeutet. Stattdessen haben sie nur die Sache mit dem Wolf kommentiert. Irgendwann hat Jakob dann zugestimmt. Er hat dann zugestimmt, dass sie ihn mitnehmen. Aber erst dann, nachdem sie ihm versprochen haben, dass sie auf Yusuf aufpassen werden. Sie trugen dann Yusuf mit. Vor ihrem Vater zeigten sie, dass sie gerade mit ihm spielen, dass sie gerade mit ihm lachen. Und Yusuf oder Jakob schaute ständig auf Yusuf, was mit Yusuf passiert, wie sie Yusuf mitnehmen.
Die Blicke von Jakob waren ständig auf Yusuf. Sie gingen dann mit ihm weg, haben dann die Ortschaft verlassen. Es wurde überliefert, dass sie eine Entfernung von 3 Farsach zurückgelegt haben. Das bedeutet, sie sind mit ihm 24 Kilometer ungefähr rausgegangen, entfernt von der Ortschaft. Sie waren sich einig, dass sie ihn auf jeden Fall loswerden wollen, dass sie ihn in den Brunnen werfen wollen. Allah, es kann sein, dass jemand fragt, wenn doch Jakob die Vermutung hatte, den Gedanken hatte, dass sie etwas Schlechtes vorhaben, wieso hat er dann Yusuf mit ihnen geschickt? Die Antwort ist, er befürchtete, dass wenn er ihn nicht schickt, dass sie ihm dann etwas Schlimmes, dass sie dann einen schlimmeren Plan schmieden und Yusuf dann in der Abwesenheit von Jakob töten. Das hat er befürchtet. Liebe Brüder und Schwestern, die Hinterhältigkeit ist verboten. Selbst gegenüber einem Nichtmuslim ist die Hinterhältigkeit verboten. Die Hinterhältigkeit gegenüber einem Muslim ist verboten und die Hinterhältigkeit gegenüber einem Nichtmuslim ist auch verboten. Was bedeutet Hinterhältigkeit in diesem Fall? Wie wenn man zu jemandem sagt, du stehst unter meinem Schutz und anschließend tötet man ihn oder hetzt andere gegen ihn auf. Das ist Hinterhältigkeit, das ist Radr. Und dann gibt es die Arglist. Dann gibt es die Arglist. Was bedeutet das? Das bedeutet, einem Gläubigen auf heimliche Weise zu schaden. Das nennt man Makr. Dass man einem Muslim auf eine heimliche Weise schadet. Wie diese Menschen, die bei anderen Menschen in der Nacht anrufen und sie erschrecken. Und ihnen Schaden zufügen, auf eine Art und Weise, so dass es heimlich ist. Das ist haram, verboten so etwas. Im Internet gibt es sehr viele davon, die anderen Muslimen auf heimliche Weise schaden. Das nennt man Makr. Wohin führt das? Der Prophet alaihi salatu wassalam gibt die Antwort. Al-Makr wal-Khida'u fin-Nar. Das bedeutet für die Arglist, also einem Muslim, auf heimliche Weise schaden und den Betrug, yani Al-Khida', verdient man die Bestrafung mit dem Höllenfeuer. Also das führt zur Hölle. Das ist eine große Plage. Allah möge uns bewahren. Schaut mal, er liebte seinen Sohn sehr. Und er schickte ihn mit ihnen, obwohl es für ihn unangenehm war. Subhanallah. Seine Söhne haben einen auf lieb gemacht, lieb gezeigt auch, lieb getan. Solange sie in seiner Sichtweite waren, zeigten sie sich nett und lieb. Als sie sich aber dann von seinem Sichtfeld entfernt haben, haben sie plötzlich angefangen, ihn zu schlagen. Haben sie angefangen, Yusuf zu schlagen. Sie waren so mit Hass und Neid erfüllt, dass sie sofort, als sie dann von dem Sichtfeld ihres Vaters verschwunden sind, haben sie sofort angefangen. Nicht erst nur gedroht und dann sofort haben sie auf ihn draufgeschlagen. Sie haben so auf ihn draufgeschlagen, dass sie ihn fast getötet hätten. Was entnehmen wir davon? Daraus entnehmen wir, dass sie später keine Propheten wurden. Denn sie haben diese niederträchtigen Taten begangen. Propheten machen so etwas nicht. Niemals in ihrem Leben, auch nicht vor dem Prophetentum. Und wir haben gesagt, Benjamin hat an dem, was sie gemacht haben, nicht teilgenommen. Sie kamen dann am Brunnen an. Sie zogen ihm sein Hemd aus, Al-Qamis. Daraufhin sagte ihr Bruder Yusuf zu ihnen, Ya Ikhwata, oh meine Brüder, Lima naza'tum qamisi, warum habt ihr mein Hemd von mir genommen? Rudduhu alay, asturu bihi aurati, gebt ihn mir wieder zurück, damit ich meine Blöße bedecke. Stell dir vor,
Diese 10 Brüder von Yusuf machen das mit ihrem 12-jährigen Bruder, ziehen ihn nackt aus und wollen ihn dann in den Brunnen werfen. Subhanallah, wie viel Hass es gibt und wie viel Neid. Und diese Angelegenheit gibt es auch immer noch. Allah möge uns bewahren, dass der eigene Bruder es in Kauf nimmt, das mit seinem jüngeren Bruder zu tun und seinen jüngeren Bruder in den Brunnen wirft. Allah möge uns bewahren. Sie sagten ihm dann, als er das gesagt hat, ruf doch deine 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Weil sie hatten ja von dem Traum von Yusuf mitbekommen. Als er ihnen gesagt hat, gebt mir mein Hemd wieder zurück, haben sie ihm gesagt, ruf doch deine 11 Sterne, ruf doch die Sonne und den Mond. Schaut mal, wie hasserfüllt sie waren. Also sie zogen ihm das Hemd aus und warfen ihn dann schließlich in den Brunnen. Er fiel ins Wasser. Im Brunnen gab es Wasser. Und er suchte darin auf einem Felsen Zuflucht. Er stieg auf diesen Felsen und weinte dann. Stell dir vor, wie traurig waren wir, als wir von diesem kleinen Jungen in Marokko gehört haben, der in einen Brunnen gefallen ist. Wie alt war er, 9 oder 10? Yusuf war 12 gewesen. Stell dir vor, er liegt da in der Tiefe, an einem dunklen Ort alleine, auf einem Felsen und weint und ruft nach Hilfe. Sie kümmerten sich absolut nicht um ihn. Seine Hilfeschreie und sein Weinen haben nichts bewegt bei ihnen. Absolut nichts. Sie haben ihm dann nachgerufen. Er dachte, dass die Barmherzigkeit sie erreicht habe und antwortete ihnen. Als sie gesehen haben, dass er noch am Leben ist, wollten sie ihn mit Steinen bewerfen, damit er stirbt. Sie wollten ihn dann töten. Aber ihr Bruder, der von ihnen das Versprechen genommen hat, der sie versprechen ließ, dass sie ihn nicht töten werden, namens Yahusa, hat sie davon abgehalten. Er hat sie daran erinnert, dass sie das Versprechen gegeben haben, ihn nicht zu töten. Schaut mal, Allah schützt. Allah ist der wahre Beschützer, liebe Brüder und Schwestern. Schaut mal, diese 10 Brüder von Yusuf haben sich alle zusammengetan, um ihn loszuwerden. Aber Allah hat ihn geschützt. Als sie ihn in den Brunnen geworfen haben, gab Allah, der Erhabene, ihm die Eingebung, dass er aus dieser Not gerettet wird. Das war keine Offenbarung durch einen Engel. Auhayna ilayhi bedeutet hier in der Ayah, dass Allah ihm die Eingebung ins Herz gegeben hat, weil da war er noch kein Prophet gewesen, er war 12 Jahre alt gewesen. Und er wurde erst mit 40 Jahren zum Propheten, so wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, der Erhabene, sagt: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Es bedeutet, als sie ihn mitnahmen und sich darauf geeinigt haben, ihn in die Tiefe des Brunnens zu werfen, gab Allah ihm die Eingebung in sein Herz, dass er ihnen ganz gewiss eines Tages diese Tat vorhalten wird, dass er sie darauf ansprechen wird eines Tages. Und sie werden nicht merken, dass er es ist, sie werden ihn nicht erkennen. Das bedeutet, o Yusuf, du wirst sie auf ihr Verbrechen eines Tages ansprechen. Und du wirst dann in einem sehr guten Zustand sein. Macht und Ansehen wirst du haben. Und wenn du sie dann darauf ansprichst, werden sie nicht wissen, dass du Yusuf bist, dem sie dieses Verbrechen angetan haben. Subhanallah. Die Gelehrten sagten, je mehr die Erschwernis zunimmt, desto näher rückt die Erleichterung. Ihr Hass und ihr Neid, ihr Unrecht und ihr Schaden und ihr Schlagen und ihr Werfen in den Brunnen, die Finsternis und die Einsamkeit im Brunnen, in so einem jungen Alter. Und dann, dass sie ihn dann mit Steinen beworfen haben,
Allah, der Erhabene, gab ihm dann die Erleichterung in sein Herz, dass ihn die Erleichterung einholen wird, dass er die Erleichterung bekommt. Wenn du große Probleme hast, die mehr und mehr sind und mehr zunehmen, dann denk an die Geschichte von Yusuf a.s. Denk an die Erleichterung, die Allah ihm gegeben hat, eine nach der anderen. Aber sei auch geduldig wie Yusuf. Trotz aller Erschwernisse sollten wir geduldig bleiben und auf Allah vertrauen. Es ist unbedingt notwendig, dass wir standhaft auf dem Zustand der Geduld bleiben und von ihr niemals ablassen. Ganz gleich, wie sehr sich auch die Zustände und die Begebenheiten ändern mögen. Liebe Brüder und Schwestern, jeder von uns weiß doch, welch schwierige Zeit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine edlen Gefährten zu Beginn des Aufrufs erlebt haben. Welche Mühen sie hatten und an welche Verletzungen sie litten, um die islamische Religion zu verbreiten. Und wie standhaft sie darin blieben, trotz der schwierigen Zeiten, die sie dabei durchlebten, der Plagen, die auf sie trafen, und trotz der geringen Anzahl, im Gegensatz zu der Mehrheit ihrer Feinde, in Anzahl und Vermögen, sie blieben standhaft. Also bleibe geduldig. Nachdem sie diese Belastung durchlebten, kam die Hilfe von Allah und die Unterstützung von Allah. Und die Menschen traten dann gruppenweise in den Islam ein. Sie blieben standhaft und Allah bescherte ihnen die Entlastung und die Erleichterung, denn gewiss Allah hilft und beschützt die Standhaften. Somit sollte sich niemand von uns wegen Schwierigkeiten beugen und vom Aufruf ablassen und vom Verbreiten des Islam ablassen und vom Verbreiten des Guten unter den Menschen ablassen. Ganz gleich, wie schlimm die Situation auch sein sollte und die Verletzungen, die einem angetan werden. Man sollte standhaft bleiben, auf das Allah einen belohnt. Ibnul Jawzi sagte, aufgrund ihrer Sünden, die die 10 Brüder von Yusuf begangen haben, hat Allah sie erniedrigt. Sie haben später dann die Sünden bereut, aber Allah hat sie erniedrigt. Liebe Brüder und Schwestern, bleibt standhaft. Diese Menschen, die euch Schaden zufügen, sie werden von Allah erniedrigt werden. Und ihr werdet die Erleichterung bekommen, insha'Allah. Und nehmt Abstand von den Sünden. Die Sünden sind ein Grund für die Verwirrung auf der Welt und im Jenseits. Denn der Prophet Muhammad a.s. sagte, Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibuh. Das bedeutet, demjenigen, der Sünden begeht, wird das Bestreiten des Lebensunterhalts erschwert. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Einige Gelehrte sagten, dass man aufgrund der Sünden, dass man Weltliches verliert, wie zum Beispiel Vermögen, wie zum Beispiel Gesundheit, wie zum Beispiel, dass die Feinde das Vermögen von einem wegnehmen. Es kann aber auch sein, dass die Sünden einen dazu führen, dass man seinen guten Ruf verliert oder dass man sein Wissen vergisst. Jemand sagte mal, ich erkenne die Folgen meiner Sünden an der Verschlechterung meiner Situation und an der Entfernung meiner Brüder von mir. Deswegen seid vorsichtig, barakallahu fikum. Die Morde, das Stehlen, die Betrügereien, das Schwindeln und die unterschiedlichen Arten des Schlechten und der Plagen haben sich vermehrt. Das stimmt. Wenn jemand fragt, was ist der Grund dafür? Der Grund hierfür ist das Ablassen vieler Menschen vom Erlernen der islamischen Religionslehre. Das ist der Grund. Durch das Ablassen vom islamischen Wissen hat sich das Schlechte verbreitet. Und die Charaktereigenschaften der Menschen haben sich verschlechtert. Dieser Zustand zeigt uns auf an dem Charakter, zu dem der Prophet Muhammad a.s. gerufen hat und den der Prophet gelehrt hat, festzuhalten.
Wie? Indem wir uns diesen aneignen, ihn lehren und in Tat auch umsetzen. Und letzte Angelegenheit, liebe Brüder und Schwestern, der Prophet lehrte, dass Djibril in sein Herz gehaucht hat, dass kein Mensch sterben wird, bis sein Lebensunterhalt und der Zeitpunkt seines Todes die Vervollkommung erreicht hat. Das bedeutet das Ende. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, unser Leben auf dieser Welt ist begrenzt und es wird zu Ende gehen. Wer nicht ein gewaltsames Ende haben sollte, der wird aus einem anderen Grund sterben. Der Hadith deutet auch darauf hin, dass unser Lebensunterhalt von Allah bestimmt ist. So wird keiner etwas von dem erlangen, was ausschließlich für dich bestimmt wurde. Niemand wird etwas davon bekommen, nur du wirst das bekommen. Die Versorgung, der Lebensunterhalt, der für dich bestimmt wird, das wird von niemandem weggenommen. Das wirst nur du erhalten. Und das bedeutet auch, dass unsere Atemzüge feststehen. Und der Zeitpunkt des Todes kann durch nichts vorgezogen oder aufgeschoben werden. Weder durch eine Krankheit, noch durch eine Plage, noch durch die Gesundheit oder durch die Jugend. Jeder von uns wird zum Zeitpunkt sterben, der für ihn von Gott bestimmt wurde. Und jeder wird das bekommen an Lebensunterhalt, was für ihn von Gott bestimmt wurde. Liebe Brüder und Schwestern, das Erscheinen des Todesengels Azrael kann weder beschleunigt werden, noch kann es hinausgezögert werden, nicht mal um eine Stunde. Deswegen sagte der Prophet ﷺ, Khuzu ma hal wa da'u ma harum. Nehmt das Erlaubte und unterlasst das Verbotene. Danach haben sie was gemacht? Allah, der Erhabene, berichtet über die Brüder von Yusuf. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Das bedeutet, am Abend kamen sie dann weinend zu ihrem Vater zurück. Also sie haben Yusuf in den Brunnen geworfen und wollten dann ihr Verbrechen verheimlichen. Wie haben sie ihr Verbrechen verheimlicht? Was ist dann aus Yusuf geworden? Das erwähnen wir morgen, inshallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Ja, ne, die Geschichte ist etwas sehr Besonderes. Deswegen bleibt dabei, seid auch morgen dabei. Morgen erwähnen wir, inshallah, diese Angelegenheiten. Und was dann aus Yusuf geworden ist, das erwähnen wir morgen, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.